Hallöchen meine Freunde, damit herzlich willkommen einmal wieder zurück zum PC Building Simulator 2018 mit meiner Wenigkeit jetzt hier auf Level 15. Und ja, da würde ich mal gucken, was wir hier machen können. Wir haben einmal irgendwo den Flight Simulator, wo wir einfach nur die Grafikkarte aufrüsten müssen. Und zweimal müssen wir etwas reparieren, davon glaube ich einen Auftrag, der dann morgen sofort wieder weg muss, beziehungsweise der muss morgen wieder weg. So. Ja, da hat sie sich auch wieder mal das tollste Gehäuse rausgesucht. Und ich habe mir die tollste Rückseite rausgesucht. So. Also, Grafikkarte aufrüsten. Ja, ist eine 1050 Ti. Die reicht anscheinend dafür nicht. Was sehr kurios ist, muss ich ehrlich gestehen. Oder die sind gleichwertig, keine Ahnung. Ah, Grafikkarte ist auf jeden Fall aufgerüstet. 3D-Mark können wir gerne aufspielen. Nehmen wir eine SSD verbaut, schlimm. Jupp, neu starten. Ausführen, währenddessen baue ich dann den ganzen Spaß hier schon mal wieder zusammen. Das baut sich dann unten drunter schon von sich selber ab. Ist das jetzt hier noch irgendwas, was hier rein muss? Oh ja. Alles klar. Sehr schön, bereit für Bootvorgang. So, es geht gar nicht an. Also, Motherboard. Was haben wir da für ein Motherboard? Das Pro Carbon. Habe ich das überhaupt am Schlüssel? Ja, habe ich. Wunderbar. So, eins nice riesiger Kühler. Süße, weg damit, weg damit. So, gehst du hier raus, gehst du dort raus. So. Wunderbärchen, Wunderbärchen, Wunderbärchen. Dann haben wir hier Hauptplatinen. Das Ding ist kaputt. Das bauen wir ein. Das geht hier rein. Das geht hier rein. So. Wo geht das bitte hin? Ach, hier unten. Sieht man manchmal so Schlacht. So, das geht hier hin. Das geht da rein. Einmal hier. Einmal dort. Einmal hier. Und zweimal nach da. Nach da. Nach da. Sehr schön. Läuft der ganze Spaß auch wieder. Sehr schön, und hier haben wir nur einen Tag Zeit. Keine CPU gefunden, sehr ungewöhnlich. Das ist natürlich ein AMD, den habe ich definitiv nicht da. 1500X. Nee, das wäre mir neu, dass ich den auf Lager hätte. Also einen 1500X nachbestellen. Für smarte 190 kommt dann am morgigen Tage. Da muss es ja auch abgegeben werden. Zur Not, die anderen Komponenten habe ich alle noch da. Aber ich kann mir halt nicht von jedem Prozessor meines Erachtens nach einkaufen. Nur einer Vorrat. Entschuldigung, einer Vorrat zu haben. Das wäre preislich teilweise meines Erachtens nach ein bisschen für den Arsch. Ach, wow, auch kaputt. Wenigstens akzeptiert er den Lüfter. Ich bin ja fast ein bisschen stolz.
Ist ja mittlerweile gar nicht mehr so selbstverständlich. 3D-Mark ist hier gelaufen. Da war nämlich der Score relativ egal. Und der ganze Spaß hier ist auch repariert, nicht angeschlossen. Ist richtig, ist auch nicht das Problem, Boy. So, machst du das mal wieder zu. Kassieren. Kassieren und kassieren. Neue Teile verfügbar, LCL 240. Neue Teile verfügbar, i5-8400. Auf nach neuen Abenteuern. Alles klar, Captain Ben, neuer Rechner von Helene, ein Upgrade für meinen PC. Endlich hört dieses Gelumpe auf. Willkommen an Bord, meine Damen und Herren. Hier spricht der Kapitän Ben. Vielen Dank für Ihre außerordentliche Arbeit beim letzten Auftrag. Leider muss ich allerdings sagen, dass ich mit den letzten Mädchen zwar ein neues Feuer einhauchen konnte, dies aber immer diese nutzlosen Mod-Entwickler dem System immer noch mehr Leistung abverlangen. Aber diese Mods, sie sind atemberaubend. Bla bla bla, also Triebwerke einstarten. Erst einmal das Höhenruder trim, over and out. Alles klar. Hat er ein bisschen was mit Piraten und so verwechselt, aber, oder wie? Oder lese ich das gerade falsch? Nee, er hat nichts mit Piraten verwechselt. Ich habe gerade gedacht, wegen Arr, das ist so ein Piratentyp, aber alles klar. Kann Flight Simulator empfohlene Spezifikation spielen, mindestens Scorewert 4000. Ja, entspricht das gleiche gleich auf 4000? Das ist jetzt so die Frage, die sich mir da stellt. Empfohlene Spezifikation 89 und i5 6600K. Okay. Das war eine 6 zu 4. Eine 89. TI nicht, eine normale 89 ist da vollkommen ausreichend. So. Haben wir das nicht im Vordergrund angezeigt? Das sollte ja alles kein Problem sein. Gut, das wäre erstmal der Auftrag. 705, was zahlt er uns? 1500. Mhm. Ach, den Spaß muss ich auch noch bauen. Na, klasse. Ja, bauen ist so eine Sache. Also Netzteil ab, das ist auch kein Problem. Muss man halt am Gehäuse sparen. Festplatte hab ich. Speicher haben wir, Platin haben wir, CPU, GPU ist da, Netzteil hab ich. Prozessorkühlung, da muss man natürlich hier 1, 2, 3, 1, 2, 3. Das mal alles noch mit reinnehmen. Gehäuselüfter spielen da jetzt eher weniger eine Rolle. 3, 3, 3, 1, 1, 1. Der Rest ist alles da, gut kaufen. Euer Rechner, PC kann auf About Photoshop CC in der Mindestanforderung. So. Den 50 Ti, okay. Gucken wir mal. G3900. Dann 1050 Ti. 750 Ti. Haben wir auch noch da. Ach, Gigabyte, 3 hier, 3 dort. Auch nicht das Problem. Das Ding verbraucht ja nur theoretisch gar nicht. Ich war mit 300 Watt auch konform, Festplatten haben wir. So, muss da können wir hier SSD-technisch auch nochmal ein bisschen aufrüsten. Gut, kann auch kommen. Und das ist einfach nur Upgrade-Grafikkarte aufrüsten und 8 GB RAM einbauen. Wo ich da fast davon ausgehe, dass wir da auch noch 4 GB brauchen und das haben wir eh da. So, dann lasse den Auftrag hinein. Vielen Dank.
Jetzt wählen wir die gleichen Gehäuse. Da kann man erstmal nichts falsch machen. Na. So, sehr schön. Und das ist jetzt hier nur das Aufrüsten plus Grafikkarte eben. So, wollen wir mal kurz gucken hier. Das ist die Helene. Und das ist der Captain. Und der, von der Helene weiß ich schon mal, dass das jetzt nicht anspruchsvoll war, was die haben möchte. Und Skylag ist ja in dem Sinne nur Photoshop. Reicht natürlich auch das Einfachste vom Einfachen, versteht sich. Obwohl Photoshop aus irgendeinem Grund 8 GB frisst, habe ich das richtig gelesen oder gesehen? Ja. So, einfacher Dingsriegel rein. So, dann legen wir den ganzen Spaß hier drauf. Dann haben wir Prozessorkühlung. Eigentlich alles am Start. PSU fehlt halt noch. Da gehe ich mal davon aus, dass das 300er da reicht. Ich hoffe, da verkalkulieren wir uns nicht. Da ist ein bisschen arg doof. Grafikkarte eine 1050er. So. Oder war das eine 1050er? Ne, eine 57er. Mist. Mist, Mist, Mist. So, den ganzen Spaß anschließen. So, das hier ran, der ganze Spaß hier ran, das da dran. So, dann brauchen wir natürlich noch Festplatten. So, SSD ist jetzt zwar nicht wunderbar schnell, aber immerhin. Betriebssystem soll halt noch laden. So, das sollte auch relativ schnell meines Erachtens noch geschehen. Ist es damit dementsprechend auch? So, hier kommt dann erstmal noch der andere Gelümmel rein. Das war... Der Ryzen war hier kaputt. Vielen Dank. Dieser i5 Schießmischstuhl, das ist ein Skylake-Prozessor. Gott sei Dank habe ich da noch ein paar Motherboards am Schlüssel. So. Nep, das war der falsche, das ist der richtige. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ich habe irgendeinen Speicher extra, genau, als Innenriegel gekauft, um es auseinanderzuhalten. Die 1050 Ti war jetzt, glaube ich, hier der Fall. Wenn mich nicht alles täuscht, oder? 89, 89 Gamer, oder war das eine 89er? Ist aber eigentlich, ich weiß es nicht mehr, wir müssen schauen. Eine 89er, alles klar. Dann machen wir den 89er rein. Das Ganze hier wieder aufschrauben. Hier packen wir dann jetzt mal eine 300, das ist mir jetzt zu wenig, ne, aber 450. Sollte eigentlich passen. Abdeckung ist am Start. Festplatte, Festplatte, Festplatte. Kommen die da unten rein? Ich dachte, wir haben gerade das gleiche Gehäuse, aber anscheinend ja nicht. Gott, nee, das ist ja die PSU-Verkleidung. Ja, anscheinend nicht, okay. Okay. Ich war aber eigentlich schon stark der Meinung, ich hätte das zweimal so gekauft, aber okay, dann geht's halt hier hinten ran, ist in Ordnung. Ach nee, halt, das ist ja, obwohl nee, das sind PCs, die wir selber zusammenstellen, ne? So, gut, dann verstehe ich es nicht, dann habe ich mich doch verkauft, egal. Egal, egal, ich dachte, das wären jetzt hier die
zwei gleichen Komponenten gewesen. So. Zack und zack. Den Lüfter noch mit drauf. So, ein Leistungswert ja von 4000. Ganz ehrlich, da muss ich sagen, keine Ahnung. Vielleicht erreicht das ja auch den Wert. Das ist so die Sache, weiß ich nicht. Können wir nochmal drüber scherbeln lassen. Aber ich habe da so in gewisser Art und Weise meine Zweifel dran. Ne? Das muss ich ja ganz klar sagen. Ich habe das Ding jetzt so aufgebaut, was wirklich die Anforderungen sind für die maximalen Anforderungen. Also die Mindestanforderung der maximalen Anforderung. Ob das ausreicht, das steht natürlich auf einem anderen Stern. So, machen wir den ganzen Spaß erstmal zu. Das machen wir zu ihrer Stromrechnung. Hat sich ja minimal unverändert geblieben. Ja, den lassen wir hier durchlecken. Das Problem ist halt nur mit einer 89, ganz ehrlich, mit wirklich mehr kann ich nicht dienen. Ich kann mit einer 1050 Ti dienen. Ich glaube, die ist bei weitem schlechter als eine 89er. Gerade die Gamer XL. Weiß ich jetzt zwar gerade gar nicht, aber die hat 4.716, 1.753. Naja, die ist minimal schneller. Minimal schneller. Aber das war's dann auch schon. Das war's dann auch schon. Ja, 4.033, aber gerade so. Halleluja, halt die Witzke, du. Aber gerade so, du. Das haben sie gut gemacht. Beziehungsweise es war vielleicht auch der Arbeitsspeicher. Man weiß es nicht so genau. So, dann einmal kassieren. Und was ist hiermit? Grafikkarte aufrüsten, LED-Betriebssystem. Ach, habe ich den vergessen? Lel. Grafikkarte auf 8 GB aufrüsten und. Okay, na gut. Das ist eine 1060 und eine 69, okay. Na gut, die krieg ich mal einfach aufgerüstet, würde ich mal fast behaupten. Und der will es auf 8 GB hoch haben. Wir haben 4er drin, also kriegst du einen 4er Riegel fertig aus. So, den habe ich sogar da. 69. Ja. Ja, was stellst du dir vor, über, dass du hier kriegst? Mit Grafikkarte aufrüsten. Du hast ja so eine Billo 69 drin, ne? 1300, 1400. Ah ja, toll, die Megahertzzahl ist beschissen. Ja, Wahnsinn, Alter. Kriegst du eine 1060, das sollst du bitte verpissen. Das kriegst du nicht mehr von denen an Kohle, ist $400, ne? Junge. Machst zwar kein Plus der Meter, ganz ehrlich. Weil die eine, weil von der Taktrate ein Megahertz zu wenig ist, Alter, spack der rum. Das ist Wahnsinn. Wegen ein beschissenen Megahertz. So. Ich hätte das gerne nämlich immer schön chronologisch hier. Ja, drei Aufträge fertig, drei neue Aufträge rein. Ja, das ist so, handhabe ich das gern. So, neue Teile verfügbar. RX 580 Gaming 4 Schießenstoß. Die Flut am Mods ist einfach zu stark. Wahnsinn. 1 Terabyte Cache oder besser. Mein PC upgraden, neue Teile verfügbar. Gut, im zweiten. Und eine Reparatur. Gut, meine Freunde, wir sind erstmal fertig für den Part. Danke fürs Zuschauen.
Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Wenn ihr mögt, einen Daumen da lassen, nicht vergessen. Und bis dann, haut rein. Tschüss.